Es ist Halbzeit in der Legislaturperiode des Kapfenberger Gemeinderats. Die ÖVP zieht ihre Bilanz bei einem Pressegespräch am Lindenplatz. Grundsätzlich sind wir sehr zufrieden mit der Bilanz, mit unserer Bilanz, weil doch sehr viele Vorhaben und Ideen, die wir bereits im Wahlkampf eingebracht haben und publik gemacht haben, umgesetzt worden sind. Das ist die Schandfleckenbeseitigung, das ist das Easy Parking, das ist die FH für Pflegeberufe. Also es hat sich sehr viel getan. Wir haben da als treibende Kraft fungiert und somit sind wir da eigentlich sehr zufrieden. Natürlich sind die Mehrheitsverhältnisse so, wie sie sind. Wir haben nur 6 Mandate, die SPÖ 19, aber es ist für uns wichtig, dass für Kapfenberg was passiert. Der Stadtparteivorsitzende verweist auf einen Dringlichkeitsantrag der letzten Gemeinderatssitzung, der von der ÖVP eingebracht und von allen Parteien abgesegnet wurde. Wir wollten einen Leitfaden haben für die Öffentlichkeitsarbeit seitens der Stadtgemeinde, dass alle politischen Vertreter, alle demokratisch gewählten Mandatare da irgendwo die gleiche Möglichkeit haben, auch im Amtsblatt und auf Social-Media-Kanälen vorzukommen. Das war die letzte Zeit also sehr einseitig und wir hoffen, dass das besser wird in Zukunft. Vizebürgermeister Fuchs hebt die hervorragende wirtschaftliche Situation der Stadt hervor. Dank der Kommunalsteuer freut man sich über 900.000 Euro Mehreinnahmen und er bezeichnet Kapfenberg als treibenden Motor in der Region. Es vergeht natürlich kein Pressegespräch ohne eine Stellungnahme zur Energiekrise. Nur 10% des Strombedarfs deckt Kapfenberg selbst ab. Zudem vermisst die ÖVP erneuerbare Energiequellen. Es gibt Gemeinden, Städte in Österreich, die wo es deutlich weiter sind bei alternativen Energien, bei der ganzen Versorgung, bei der Bevölkerung. Und das, glaube ich, hat schon damit ein bisschen zu tun, dass wir in Kapfenberg den Energieversorger, die Stadtwerke haben. Und dass man da halt ein bisschen unbeweglich ist in Richtung Alternativen oder in der Vergangenheit zumindest in Richtung Alternativen gedacht hat. Positiv hervorgehoben wird der Ausbau des Radwegs in Arndorf, der nun endlich in Angriff genommen wird. Und man zeigt sich durchaus versöhnlich, wenn sich eine andere Fraktion den Erfolg einer ÖVP-Idee auf die Fahnen heftet. Wenn was passiert in der Stadt, ist das für uns positiv und wo es herkommt, soll nicht so wichtig sein. Wichtig ist, dass etwas passiert. Wenn man sagt, man sitzt dann zusammen bei Sitzungen und man streitet nur, das bringt uns nicht weiter. So kleinen Einheiten wie wir, so quasi weltweit, sind wir eine Kleinsteinheit. Da soll man sich doch vertragen und schauen, dass man gemeinsam für die Menschen was bewegt und nicht streitet.